Ja. Das war auch. Das ist ein Sprung. Und hat abgezogen. Riewischen Bunnyhop quasi gemacht. Ja. Dann landest du da vorne. Das ist total sinnlos, die Aktion. Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. Heute geht's in den Bikepark Steinach und zwar wieder zusammen mit dem ersten SSV Saalfeld, mit dem Verein, wo ich eingetreten bin. Und dort findet heute wieder ein Trainingstag statt und ich freue mich riesig drauf, weil heute darf ich selber mal Trainer spielen. Bin mega gespannt, wie die ganze Geschichte wird, ob ich das überhaupt kann. Und ich nehme euch einfach mal mit und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Nochmal eine kleine Unterbrechung. Ich habe leider gemerkt, beziehungsweise Gott sei Dank gemerkt, dass meine GoPro leider falsche Aufnahmen gemacht hat. Das heißt nicht im richtigen Videoformat. Dadurch sind einige Aufnahmen verloren gegangen. Das ist wirklich mies. Aber ich habe bei meinen Vereinskollegen nachgefragt, die mir einfach ein paar Clips, die die gemacht haben, zugeschickt haben. Und daraus habe ich euch das heutige Video zusammengeschnitten. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Würde mich am Ende mal interessieren. Jetzt geht's los mit dem richtigen Video. Bis sich alle versammelt haben, hat das natürlich erstmal eine Weile gedauert. Das Wetter war so lala. Danach ging es zur Erwärmung, erstmal rauf auf den Berg, schöne Dehnübung, alles schöne warm machen für die Kiddies und dann ging es ab zur ersten Abfahrt mit meinem Schützling Matteo. Hier erstmal auf dem Float Trail, ja. Schöne Warmfahren. Das war sehr schön. Das auch? Ja, die Sache, wie ich finde, für seine 11 Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe, echt schon sehr, sehr gut macht. Genau. Lässt sich wirklich schöne machen. Ja, habe ich ihn dann versucht. Ja, wie beim Pumpen, genau. Das Pumpen etwas näher zu bringen. Dass du hier hoch, runter. Um einfach ordentlich und richtig die Geschwindigkeit aufzunehmen und zu regenerieren. Ja. Kannst durchfahren, Porto. Huch. Alles gut. Den mal an. Und da halten wir da mal an und dann wartet da Maurice und da springt mal und zeigt dir, wie das und geht. Und danach ging es dann los mit dem richtigen Downhill-Training. So, bleib stehen, Maurice kommt. Hier sind wir erstmal zum ersten Sprung gefahren, der sich an der Downhill-Piste befindet. Und Sebastian und Maurice zeigen Matteo erstmal, wie man das Ding überhaupt springt. Natürlich mit ihrer Geschwindigkeit. Du hast Hausverbot, du machst die Wurzeln kaputt, spinnst du nur. Hier, so ein Ast ist geflogen. Hier vorne irgendwo gleich. Ja. Du kannst doch hier nicht die Strecken kaputt machen. Den brauchst du wirklich von oben eigentlich nur. Ich kann einfach nur springen, aber ich kann mir das nicht mehr.
Du landest ja dort da drauf. Und dann wird's eklig. Ja. Bremse auf über die Wurzeln. Bremse auflassen, nicht auf den Wurzeln bremsen. Alles klar. Ja, Bremse auf, genau. Maurice kommt. Wie gesagt, wir haben dann Linientraining und Wurzeltraining auf der Downhill-Strecke gemacht. Genau, und raus. Sind alle busy hier. Gott sei Dank ist die Messe des Vortages nicht in den Wald eingetreten, sodass das alles wirklich sogenannter Werksboden war. Wo ist er? Mein Matteo ist weg! Ich weiß nicht, wo er hin ist! Schöne Reifenvernichter hier runter. Mit der Linkskurve oben. Ja, kleiner Stein drin, das Vorderrad hoch, gell? Natürlich klappt der Stein um. Und einer ist gerade noch gefallen. Mittag musste auch sein. Erstmal schöne in meinem Camperman mir Kaffee gekocht mit Maurice zusammen. Leider war uns die Pause nicht ganz vergönnt, denn unsere Schützlinge kamen gleich nach 10 Minuten wieder an, nachdem sie was gegessen hatten und wollten weiterfahren. Stretching! Oh ne, da zahle ich mir gleich wieder was, das schaffe ich nicht mehr. Frisch gestärkt, mit dem Lift hoch. Bleib hier. Ich heile. Und wieder auf die Downhill-Piste zum Gelernten, was wir am Vortag gelernt haben, zum Wiederholen und Festigen. Genau. Das hast du jetzt schöne gemacht, das schöne mit dieser Kuhle mitgearbeitet. Ja. Das war auch sehr gut.
Ja. Na? Abgekürzt wird nicht. Fräulein. Das ist ein Sprung und hat abgezogen, rief ich einen Bunnyhop quasi gemacht. Dann landest du da vorne, das ist total sinnlos, die Aktion. Das bringt nichts. Genau so. Und das nachher noch mit Geschwindigkeit verbunden, ist das sehr gut. Wollen wir ein Stück mit? Was? Na, bist du? Als Belohnung und zum Ende des Tages hin ging es nachher auf die neu gebaute Jumpline, wo die Kiddies wirklich heiß drauf waren, diese mal zu fahren. Alter. Genau! Die Jumpline ist wirklich schön gebaut, kann man nicht meckern, man muss sich zwar erst dran gewöhnen. Oh! Steck, steck. Na komm, da fahren wir hinterher. Komm, wir fahren von hier. Sepp! Sebastian! Wir fahren von hier. Ich warte nachher unten. Hast du es gesehen? So, Sebastian. Du musst wissen, was deine Bremse kann. Das ist wirklich so. Oh, mit dem Downhill antreten, das ist wirklich assi. Einmal komplett zu weit. Was hast du die ganze Zeit gerufen? Ja, ich fahre immer in die Rennlinie. Ja, die kenne ich nicht. Oben lang. Ja, die kenne ich nicht. Ach, du.
Ich musste leider oben abbremsen. Tut mir leid. Ja, 180 kurz gemacht. Renn sagt nein. Ja. Hä? Jo. Willst du nicht, Matteo, nicht unten? Ich muss ehrlich sagen, der Tag war wirklich anstrengend, hätte ich nicht gedacht. Aber hat auch mega Spaß gemacht, unsere Belohnung natürlich. Kleines Bierchen gehört dazu. Das war's aus Steinach. Ich bin wieder daheim. Ihr seht, das Rad ist draußen. Hab schon ausgeräumt. War ein cooler Tag, hat mega viel Spaß gemacht. Ich denke, ich habe mich auch nicht ganz doof als Trainer angestellt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mich würde mal interessieren, was ihr für Verbesserungsvorschläge hättet, wie ich solche Videos gestalten könnte, sollte. Diesen Monat steht auf alle Fälle nochmal so ein Trainingstag an, und zwar in Oberhof. Und bis dahin würde mich mal interessieren, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt, was ihr eventuell sehen wollt, wenn so ein Trainingstag ist. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich mega drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!